Meine Freunde, der Riesenbug, der den Season-Auftakt für uns Max-Dot-Spieler zerstört hat, wurde endlich gefixt. Wir können wieder Truhen öffnen. Das bedeutet, es geht jetzt für mich Richtung Squad-Liga. Einige haben es sogar schon geschafft. Einige haben schon richtig viele Pokale. Den Abstand müssen wir natürlich verringern. Deswegen wird gegrindet ohne Ende. Wenn euch mein Content gefällt, supportet mich doch gerne mit den Creator-Cups im Shop. Wir starten das Video. Let's go! Der Bug wurde gefixt, Leute. Ihr seht es, ich bin jetzt auch schon Stufe 97. Nein, ich habe leider keine Entschädigung bekommen dafür, dass ich einen Tag lang einfach keine Truhen bekommen habe. Ich habe heute in meiner Mittagspause schon ein bisschen gezockt. Ich habe mir den Truhenverdoppler geholt, den hatte ich ja hier, und habe dann offstream ein bisschen mit den Jungs gezockt in der Pause, weil ich sowieso in der Pause in meinem Discord chille mit denen. Ja, jetzt können wir uns hier auch schon mal gut was abholen. Und dann sollten wir theoretisch Stufe 98, 99 sein. So, hier haben wir auch nochmal was. Ich weiß gar nicht, wie weit wir denn sind. Ja, 98, 99, irgendwie so. Truhenverdoppler können wir gleich auf jeden Fall auch aktivieren und dann gehen wir auf Truhen. Wir sammeln jetzt erstmal alles im Pass ein. So. Epische Truhe, komm, ja, zwei. Na ja, eine Sechser oder so. Passt. Schade, dass hier der Truhenverdoppler nicht zählt. Oh, war das zweimal plus vier? Ja, sieben. Komm, nächste. Digga, oh! Plus sechs, geil. Neun. Das sind 900 Portal Energy. Ne, 90 Portal Energy. 10.000 Gold. Komm, bitte nochmal eine große. Komm, plus sechs. Ja, ärgerlich. Fünf. Okay, den haben wir schon mal. Und dann... Ja. Dann kriegen wir hier noch eine Truhe. Okay, sind wir maximal 98. Obwohl, ne, sind wir nicht mal. Schade. Außer... Oh, die ist ganz gut. Ist eine 8er oder so? Und sind nochmal 80. Gut, dann würde ich sagen, Truhenverdoppler an. Und rein, oder? Wir machen ein wenig Pay to Win eben. Ich hole mir das Angebot. Ich brauche noch Hammer. So, das war eigentlich gar nicht so geplant, aber wenn das Angebot mit den 500 Hammern schon mal da ist, dann nehme ich das auf jeden Fall mit. So, denkt dran, wenn ihr payt, gerne meinen Creator-Code eingeben, Leute. So, dann haben wir jetzt 2000 Hammer, denn die Tage soll noch das Video kommen, wo ich mein Plaza maxe. Was mich interessiert, ob die Season jetzt nur wegen der Sommerpause so lange geht oder ob die jetzt immer so lange gehen soll. Ein kleines Update wird es nicht geben. Es wird entweder ein richtiges Update geben oder keins. Weil die sind gerade in der Sommerpause. Die haben keine Zeit, ein kleines Update zu machen, weil die gerade nicht arbeiten. So, die Runde läuft doch ganz gut. Erster auf jeden Fall. Wenn wir Erster bleiben sollten. Oder auch nicht. Eigentlich muss ich gar nicht fighten gehen. Ich habe eh einen schlechten Squad zum Fighten. Der Bug ist weg, ja. Eine epische wäre nicht schlecht. Uff. Oh, Ben Lila, für mehr Leben. Oh nein. Zweiter ist okay. Obwohl, wenn der Händler noch ein, zweimal spuckt. Komm, Händler. Gib mir ein paar Gems. Zweiter. 400er, ist okay. Ist okay. Spring hoch. Oh Gott. 12, ist okay. Komm schon, da nur ein Hogwider. Er rennt mit dem Döner, Mike, weg. Ich glaub's nicht. Leck mich fett. Oh. Ja, er kriegt eine Megatruppe. Ich glaub, mein Schwein hustet. Digga. Alter, ich steck hier fest.
Boah, bitte warst du mich. Ich hab's so verdient. Ich hab's so verdient, diese Runde zu verlieren. Alter. Alter. Das ist ja der Bruch. Jetzt habe ich auch eine. Er rennt überall hinein, ich kriege ihn nicht. Und er wird von irgendeinem anderen random gebastelt. Das war die beschissenste Runde Squad Pass, das ich jemals gespielt habe, Digga. Ich geh durch. Wow. Wow. Let's go! Alter! Was war das für eine Runde? Das war das krasseste Comeback meines Lebens! Da kann ich einen Timestep von machen für Zweitkanal-Video, Alter! Alter, war das krank! Das war ja wirklich eine Gefühlsachterbahn, die Runde. Mhm. Oh, episch doch! Plus zweimal, ja, ja. 7-14. Ist okay. Truhender Blau. Spielen wir eine Runde Ring-Ring zusammen, Freunde. Nach der Runde können wir auch die Belohnung bis Stufe 100 einsammeln. Das ist richtig geil. Bis Stufe 100 schon, das heißt, dann fehlen uns noch 20 Stufen. Dann sind wir schon in der Squad-Liga. Sehr cool. Ich denke mal, 2 Tage brauchen wir dafür bestimmt. Aber mal gucken, wie weit wir heute noch kommen. Ich sag, bis heute schaffen wir Level... Boah. Level 103. Gehe ich von aus. So, wir gehen auf Händlertaktik und danach gehen wir in die Mitte. Wir looten erstmal ganz entspannt. Und ich habe gerade gesehen, eine Jessie ist am Start. Ich habe vorher nicht auf die Rotation geguckt. Mit Jessie haben wir auf jeden Fall gleich Überhand in der Mitte. Da nehmen wir den Tank natürlich mit. Komm schon, komm. No, Digga, er ist low life. Komm, steig doch ein. Digga, wie low er war. Oh, er hat einen Ring. Komm, episch und gib mir was Vernünftiges. Ja, Queen. Oh, Digga, die gehen einfach alle auf uns. Aber unsere Gebäude machen das Ding. In 10 Sekunden neuer Ring. Ich brauche eigentlich den Tank. Wow, er hat eine Magic Shelly. Den Ring hatte ich vergessen. Ja, komm her, komm her, komm her. Komm, du bist in meinen Geschützen drin. Kein Problem. Wir brauchen Gold. Die Bäume müssen nachspawnen. Das Ding ist, wir haben halt einen Tank, aber können nicht einsteigen. Wichtig. So, gib mir BK. BK, Digga. Kein. Wow, 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 wow. Barbarkönig, wichtig. Erster. Der hat 2 Ringe. Ja, Digga. Let's go. Geschwitzt bis aufs Ende. Holy moly. Dann. Kriegen wir jetzt hier noch was? Oh, super groß. Super groß. Ist super gut. 10 Stück. Dann können wir wieder 6 Sachen einsammeln. 1 davon ist Truhenverdoppler. Den nehmen wir gleich erst. Aber hier eine epische Truhe. Na, okay. Schmutz. 2k Gold. Im Buch 3 Sachen. Ich habe es mir extra gespart, die ganzen Eissachen. Die sammeln wir uns natürlich ein. Und können dann hier... wahrscheinlich sogar, wenn die Truhe größer als 8 wird, sogar die 101er auch noch einsammeln. Aber... Nein, sie ist kleiner als 8, glaube ich, oder? 6 nur. Ah, close, Digga, close.
Aber wir spielen ja noch ein bisschen. So, Leute. Nach 4,5 Stunden sind wir jetzt Level 102. Und eine Runde noch bis 2980 Wins. Und eventuell halt bis zum Level Up. Die Runde zocken wir jetzt noch und werden 100% Erster. Sag ich so, wie es ist. Moin. Sehr schön. Erster Bast. So muss das. So, was kriegen wir? Nochmal ein Cold. Oh, wir brauchen gleich mal einen Tanker. Der Maschine haben wir jetzt mehr als genug, würde ich sagen. Und nehmen wir ihn, ups. Er ist halt mit seinem Max genauso schnell gewesen wie ich. So, wichtig. Ja, noch ein Cold. Warum nicht? Wir haben ja nicht genug. Ich denke gerade, wo ist die Riesenpinata? Aber die ist ja nur, wenn Pinata-Event ist gerade da, ne? Oh, sauber, sauber. Oh, wichtiger Bast. So, wo sind die Bibien? Unten oder links? Shit! Oh! Komm, den holen wir uns. Oh Gott. Oh mein Gott. Wie close. Boah, eine Pinata. Ja, komm her, komm her, komm her. Meine Geschütze machen es. Meine Geschütze helfen mir. Uff. Boah, wir nehmen Medic, obwohl es schlecht ist. Hauptsache ein bisschen hier. Holy shit. Royal King. Oh, er steht in meinen Geschützen. Geht das gut? Jetzt geht gleich nochmal eine Jessie. Oh ja. Fusion King. Max. Weiß ich das Gelbe vom Ei? Ja, komm, für die Fusion, damit es günstiger wird. Queen. Meine Geschütze stehen gut. Boah, ich habe ein bisschen Schiss, dass irgendwer kommt. Ich bleibe einfach in der Mitte. Sieht gut aus. Ich kann auch Erster werden sogar. Komm, wir riskieren. Oh, Dritter. Passt. Passt, alles gut. Ey, nochmal gut gerettet. Dafür, dass wir halt nur Fernkämpfer am Anfang hatten. Damit sind wir auf unserer 2980er Streak und schaffen morgen die 3000, Digga. Und jetzt noch eine gute Truhe. Wow. Let's go. 10 Mal, also sind wir Level 103. Epische Truhe abgeholt. Morgen gibt's wieder ein Emote-Paket. Habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Sehr, sehr geil. Im Juwelenpass, da sind wir beim Truppenverdoppler. Den löse ich logischerweise heute nicht mehr ein. Das war's mit diesem kleinen Stream-Highlight-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr glaubt, wann ich die Squad-Liga erreichen kann. Vielleicht schon morgen, vielleicht erst übermorgen. Haut rein, meine Freunde. Bye, bye. Euer Psy.